Mit der Überraschung ist das so eine Sache. Rainer Borich vom Kulturverein der Retter wusste Bescheid, musste aber schweigen. Keiner sonst aus der Theatergruppe sollte wissen, dass der Kulturpreis der Stadt Pirna an die knapp 100 Darsteller der Pirna Heimatgeschichte geht. Ich war eingeweiht, ging ja gar nicht anders, seit anderthalb Wochen, und musste aber, und das war die Schwierigkeit, meinen Spielern gegenüber schweigen, obwohl ich animieren musste. Leute, das ist eine gute Sache und es ist schon eine Auszeichnung, hier dabei zu sein, kulturell Beitrag zu liefern. Aber dann auch auf Fragen, so war ich stillschweigend. Rainer Borich konnte schweigen. Sichtlich gerührt waren einige Vereinsmitglieder, als Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke das Geheimnis lüftete. Zum ersten Mal geht der Kulturpreis der Stadt Pirna an eine Gruppe, an das Historienspiel der Retter. Also es zeichnet ihn das Engagement aus. Das Engagement über viele, viele Jahre. Der Verein hat Höhen und Tiefen durchlebt. Da hat es bis manchmal wie vor der Auflösung, und sie haben sich immer wieder zusammengerauft. Im Juni 2001, nach 43-jähriger Unterbrechung, wurde das Retterschauspiel zum ersten Mal wieder in Pirna gezeigt. 2009 dann der Kulturverein gegründet. Seitdem erinnern die Hobby-Schauspieler mehrmals im Jahr an die Stadtgeschichte. Zur großen Retteraufführung auf dem Marktplatz stehen mehr als 100 Personen auf der Bühne. Und das Jahr ein, Jahr aus. Es ist nicht leicht, über 15 Jahre immer mit Weggang, Zugang und so, doch die Leute bei Laune zu halten, dass sie auch das, was sie machen, richtig gerne machen. Und da lege ich viel Wert drauf. Wenn eine Panne passiert auf der Bühne, ist nicht so schlimm, aber ihr müsst dabei lächeln. Ihr müsst den Leuten dokumentieren, ihr macht das gerne. Das ist entscheidend. Die Auszeichnung mit dem Kulturpreis der Stadt Pirna ist für das Retterensemble eine besondere Würdigung. Denn viel Zeit und Herzblut stecken die Vereinsmitglieder in die Aufführungen. Immer wieder werden Rollen neu besetzt, müssen die Charaktere neu inszeniert werden. Der Retterverein ist ständig in Bewegung, auch um junge Darsteller zu finden. Wir gehen an Schulen oder machen Projekttage in unserem Hof, im Klosterhof, wo wir Schulen und Kindergärten einladen, die dann, sag ich mal, sich unsere Kostüme angucken, mit dem Stück schon ein bisschen vertraut werden und so. Und wir haben im Verein mittlerweile, ich weiß es nicht, 20, 25 Kinder, die damit spielen und natürlich auch hineinwachsen. Und aus den Kindern werden Erwachsene, die spielen dann andere Rollen. Auch 2016 wird das Retterschauspiel wieder in Pirna gezeigt. Ebenso der Schwedenausmarsch und das lebendige Canaletto-Bild. Darüber hinaus werden die Darsteller im kommenden Jahr an einem Festumzug in Dresden teilnehmen. Der Kreuzchor feiert sein 800-jähriges Bestehen. Da darf der Kulturpreisträger aus Pirna selbstverständlich nicht fehlen.